Und auch von meiner Seite herzlichen Dank an dich, Adele, für die spannende Moderation dieses abschließenden Panels heute. Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende des Tages schon angelangt. So schnell geht es dann am Ende doch. Und ich denke, das ist nochmal gut, auch nochmal Danke zu sagen an der Stelle. Allen voran natürlich vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Mitmachen, Zuschauen und Fragen stellen. Es waren insgesamt über 1500 Teilnehmende heute hier, die zugeschaltet haben. Also neuere Teilnehmerinnen zu Wort. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Dann natürlich auch vielen, vielen Dank an die vielen Speakerinnen und Speaker. Das sind über 75 gewesen. Auch das eine ordentliche Hausnummer, würde ich sagen. Und wir hatten auch 13 Partner. Hier nochmal ein besonderer Dank an unsere Premium-Partner Moving Image, Remote und Pinsent Masons. Und dann, nicht zuletzt, gab es auch hinter den Kulissen ganz, ganz viele Beteiligte. Sei das in der Regie, sei das an der Kameraführung, vorher schon in der Programmbearbeitung. Adele, das weißt du besser als ich. Du hast das Programm hier maßgeblich mit auf die Beine gestellt. Und von daher auch nochmal einen großen Dank an dich und an das Team im Hintergrund. Vielen Dank, Linda. Vielen Dank für die Tagesmoderation, auch auf der anderen Bühne für die Tagesmoderation und an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Monaten uns gut unterstützt haben und auch tatsächlich auch inhaltlich zu diesem Programm beigetragen haben. Das war eine sehr große Leistung. Und ich hoffe sehr, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie von der Konferenz sich Inspirationen mitnehmen können, dass Ihnen hilfreiche Erkenntnisse, dass diese Konferenz Ihnen hilfreiche Erkenntnisse mitgebracht hat. Und Sie können alle Sessions nochmal auf unserem YouTube-Kanal nochmal ansehen. Die werden heute Abend schon mal eingestellt. Und wir freuen uns natürlich über Ihr Feedback, über unser Feedback-Tool auf der Event-Plattform Swapcard. Und morgen erhalten Sie von uns eine E-Mail, sowohl mit einem Link zu dem YouTube-Kanal als auch zu diesem besagten Feedback-Tool. Ich habe noch eine Ankündigung, Save the Date für nächstes Jahr. Also genau, notieren Sie sich jetzt schon den 14. März 2024 in Ihrem Terminkalender. Wir würden uns sehr, sehr gerne Sie nochmal dazu begrüßen, bei der vierten Auflage der Work & Culture Konferenz nochmal dabei zu sein. Bei mir im Kalender steht der Termin schon, ich freue mich schon sehr. Und wer so lange nicht warten möchte, in knapp 3 Wochen findet schon die nächste Bitkom-Konferenz statt. Dann geht es weiter mit dem Thema Bildung. Auch da haben wir heute im Zuge der Weiterbildung schon viel zu gesprochen. Bildungskonferenz am 22. und 23. März. Dazu können Sie sich kostenlos anmelden. Ja, und dann, glaube ich, bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank und einen schönen Abend. Schönen Abend.